Anfang an war mir klar, die Erwachsenen werden dich nicht verstehen. Bild dir bloß nicht ein, dass ich etwas esse von dem Aal. Von der 9. Stufe hinab stürzte ich mich. Als Mama starb, verblassten die roten Flammen auf der Einfassung meiner Blechtrommel. Der weiße Lack wurde weißer und so grell, dass selbst Oskar geblendet seine Augen schließen musste. Maria lacht und wird rot, führt die Hand zum Mund, leckt mit langer Zunge über die Innenflächen. Es war einmal ein Blechtrommler, welches Oskar, und war auf den Spielzeughändler angewiesen. Es war einmal ein Spielzeughändler, der hieß Markus, und nahm mit sich das ganze Spielzeug von dieser Welt.